Herzlich willkommen zur nächsten Super Mario 3D World Episode hier auf Replay Games for You. Ich bin Soivo und wir machen das einige eine Level hitzige Hetze noch einmal von vorne. Auch wenn wir es jetzt schon abgeschlossen haben, da doch gemeint wurde, ich würde schummeln, wenn ich hier dieses Federteil nehmen würde. Ich weiß da gerade gar nicht mehr ganz genau, wie das Level war. Aber das kriegen wir auch schon wieder raus. So, hier haben wir den ersten. Ich erinnere mich so ein bisschen noch dran. So, hier mussten wir drumherum rennen. So. Müssen wir nochmal eine Runde drehen. Oh, das müssen wir nochmal machen. Bisschen blöd. Jetzt haben wir ihn. So. Hier rüber. Einen Stempel holen. Oh, ich weiß, ich muss glaube hier in der Mitte irgendwie durchgehen. Aber es sah doch schon sehr gut aus. Also es sollte jetzt machbar sein, auch ohne das Fliegeding, bin ich der Meinung. So, noch einmal. Diesmal schaffen wir es. Gerade beschlossen. Aua, aber egal. So. Sollten ja sowieso nur das eine Mal hier getroffen werden. Von daher passt das. So. Noch einmal. Diesmal treffen wir bitte direkt. Danke. So, hier rüber. Oh, warum sind wir denn nicht darüber gekommen? Das war ein bisschen seltsam. Dann noch einmal. Alles kein Problem. Aber wir sind das letzte Mal da auch klein darüber gekommen. Bisschen seltsam. Vielleicht bin ich einfach zu früh abgesprungen oder so. Man weiß ja nie. Aber das war gut. Ist man nicht mal getroffen worden, weil wir irgendwann vorne an der Kante hängen geblieben sind. Lustig. So, das hier nochmal. So, hier rum. Hier rum. Stempel. Okay. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass wenn ich da von dem Stempel aus hinspringe, dass ich dann da nicht nach drüben komme. Und anhalten ist irgendwie nicht ganz so einfach. Musste ich eben feststellen. Müssen wir das nochmal angucken gleich, wenn wir da jetzt wieder sind. Oh, jetzt sind wir getroffen worden. Schade. Weil ich denke, das ist jetzt auch nicht entscheidend, wie gesagt. Ich möchte ja nicht des Cheatens beschimpft werden. Deswegen machen wir den ganzen Spaß hier also noch einmal, wie gesagt. So. Das war nicht so gut, weil das Ding gerade in der blöden Position stand. Weil ich denke, so funktioniert es an sich. Das ist doch schon mal gut zu wissen. So, das nehmen wir immer mit auf jeden Fall. Dann kriegen wir nämlich unsere Leben einfach wieder. Und gehen hier nicht noch irgendwie Leben verloren. So, aber das ging eben auf jeden Fall. Das war nicht so gut. Ich wollte nicht getroffen werden und springen in den Tod. Sau geil. Bin begeistert von mir selber. Aber Mann. Das ist schon schwierig, das Level, das muss man ehrlich mal sagen. Also ich finde das bisher echt das Schwierigste eigentlich. Auch wenn wir es natürlich schon fertig haben eigentlich. Auch wenn es mit dem Fliegen... Oh. Also man sollte echt nicht anfangen, hier drum rumzuspringen. Einfach durchrennen und gut, das war bisher jetzt doch das Beste. Lustig. Definitiv. Ich frage mich ja ehrlich gesagt noch, wie weit das Spiel überhaupt noch geht, weil eigentlich sind wir jetzt hier schon in diesem Bowser-Level.
wird wahrscheinlich jetzt wie in jedem anderen Mario auch noch irgendwelche Sternenwelten und so ein Krams geben. Schätze ich einfach mal. Aber sonst wüsste ich jetzt eigentlich gar nicht so genau, was da noch alles kommen soll. So. So, geht doch. Ups, aber egal. Geschafft ist geschafft. Dann kann mich jetzt auch niemand des Schummelns ja, betiteln oder wie auch immer. So. Dann können wir jetzt in Ruhe weitergehen. Denke ich. Die beiden hatten wir ja noch gemacht letztes Mal. Ich würde sagen, wir fangen mal links an. Das sieht ganz lustig aus, der Glassichtturm. Ach ey, was geht denn hier ab? Okay. Okay. Cooler Scheiß. Nach oben bitte. Ich denke, hier kann man einfach die Sachen verpassen. Die Sterne und Gedönse. Da unten mit dir. Oh, wollte schon sagen, nicht, dass sie jetzt hier zerquetscht werden. Das wäre ja toll gewesen. Oh, das geht gar nicht. Interessant. Ja, jetzt müssen wir da drunter. Holy shit. Ja. Oh, wer bist du denn? Ich war ganz begeistert von sowas. Oh Mann, war das dumm. Egal, aber ich habe irgendwie auch noch keine grünen Sterne oder sowas gesehen. Gar nichts in dem Moment. Ich frage mich, ob die da irgendwie so busy versteckelt sind. Was ist das hier für ein... Achso, das ist die Plattform der Schatten. Sonst nichts. Mal was, ah, hier kriegen wir wieder einen Katzenanzug. Also müssen wir hier doch eigentlich hier auch katzenmäßig irgendwie was machen können. Da ist schon mal einer. Okay. Okay, da haben wir auch den Stempel gefunden. Ob man da auch irgendwie von da hoch kann, das gucken wir jetzt gerade nochmal. Okay, das geht tatsächlich. Warten wir sich ja doch einiges an Zeit und Weg. Die haben wir weg, die haben wir weg. Und du da? Ich auch, kein Problem. Ah, dafür gibt es den nächsten grünen. Gucken, ob das der... Okay, ist der zweite, also ist der letzte irgendwo hier weiter. Also haben wir bis jetzt alles gefunden, auf jeden Fall. Das ist ja schon mal schön. Dafür brauchen wir die Schlüssel. Was ist das da? Das sieht so seltsam aus. Dann geht es auf jeden Fall nicht nach oben. Verstanden. Okay. Nichts zum kaputt machen. Sprungbrett. Kein Problem. Die ist hier. Nein. Das war ja Cheat, Alter. Katzi, was machst du da hinten im Hintergrund schon wieder? Bin ich nicht so begeistert von. Lass mich raten, da drin ist der Dings. Der dritte, grüne.
Ups, da war irgendwie kurz das Mikro gemutet. Vor allem, ich weiß nicht genau, was da eben abging. Das war ein bisschen seltsam, muss ich sagen. Aber okay. Ich hätte ganz gerne meinen Katzenanzug wieder. Danke. Kriegen wir aber wahrscheinlich nicht. Weg mit dem, weg mit dem. Müssen wir da wirklich hoch, ist jetzt gerade so meine Frage eigentlich. Die machen wir auf jeden Fall kaputt, wenn wir da hier runterrennen müssen in irgendeinem Highspeed-Gedönse. Da habe ich nicht so Bock drauf, dann die Kallis hier zu machen. Wie kriegen wir die denn da kaputt? Gibt, glaube ich, keine Möglichkeit, die kaputt zu kriegen, ohne dass wir einen Katzenanzug haben. Aber können wir, vielleicht können wir es mit der Feuerblume versuchen. Na, das geht auch nicht. Okay, also brauchen wir wirklich den Katzenanzug dafür. Bisschen blöder. Finde ich. Und diesmal rennen wir direkt runter. Machen hier gar kein Geschiss drum. So. Oh, das geht gar nicht. Okay. Gerade, dass mir da runterfallen kann. Sehr mich ein bisschen, dass sie da keinen Katzenanzug jetzt haben gerade. Ist irgendwie eine Möglichkeit, den zu bekommen? Wohl nicht. Ist doch blöd. Das heißt, wenn du das nicht beim ersten Mal schaffst, hast du gelitten quasi. Warum gibt es denn hier zum Beispiel keinen Katzenanzug drin? Macht doch auch gar keinen echten Sinn, oder? Hier ist auch kein verstecktes Ding oder so, habe ich vielleicht gedacht. Warum stirbst du nicht? Du Schweinebacke. Schweinebacke. Genau so will ich das. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Weg mit dir und weg mit dir. Ihr kleinen Schweine. So, dann noch einmal. Auf ein neues. Mit Vollgas da rein irgendwie. Go, go, go! Renn, kleiner Mann, renn! Okay. Das ging ja. Diesmal. Aber uns fehlt auf jeden Fall das eine Ding. Das 100 Pro da in den grünen Scheißteilen. In den Dings-Size. Oh, es fährt nach oben die Plattform. Habe ich verstanden. So, dann ist das 100 Pro da bei den Blöcken drin, denke ich. Können wir jetzt aber leider ohne Katzenanzug nicht wirklich ändern. Ich bin gerade echt am Überlegen, hier in das Level einfach nochmal reinzugehen und das zu holen, weil ich das bis zum nächsten Mal 100 Pro vergessen hätte. Ich denke, das machen wir auch. Weil da habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Wieder eine Stempel-Fragezeichen war und wir haben direkt gefunden. Lustig. Lustig, lustig. Ja, ich denke, wir machen das Level echt nochmal gerade. Das habe ich gerade. Richtig Bock drauf, den einen Stern da noch zu holen. Ich finde es ja ganz gut mit diesen zusätzlichen Kallis, die dann da mit dabei sind. So, Katzenanzug, danke. Ich denke gerade, wir sollten das wirklich auch einfach wieder über den Weg hier drüben machen. Weil es ja einfach am schnellsten geht, dann nach oben zu flitzen. Dann sollten wir es diesmal aber irgendwie versuchen zu behalten, den Scheiß. Eigentlich brauchen wir die gar nicht töten, glaube ich. Okay. Wir hätten auch einfach hier oben reinrennen können. Aber was soll's. Haben wir sie halt nochmal getötet. So. Auf ein neues. Die hätten wir vielleicht nicht holen sollen. Machen wir das schön langsam. Okay. Okay. Den haben wir auch. Key haben wir auch. Sehr gut. Warten wir hier noch mal eine Runde. So, weg mit dem, weg mit dem.
Zack, sag ich doch, das ist der Eis 100 Pro. War ich mir ganz sicher, ehrlich gesagt. So, den haben wir auch weg. So, jetzt holen wir uns das Ding hier noch. Und dann weg hier. Auf Katzi, Highspeed! Oh nein, hängen geblieben, nicht so gut. Oh mein Gott! Nett im Ernst, oder? OMG. So, gib mir mal so einen Katzenanzug geschenkt, bitte. Geh nochmal zurück zur Karte, ey, das gibt's nicht. What the fuck? Da ist der scheiß Katzenanzug unser Verderben gerade gewesen in der Reihe dann noch. Oh mein Gott. Ernsthaft, ey. Ernsthaft. Oh mein Gott. Und wir versuchen jetzt noch was anderes gleich. Ich könnte zwar gar nicht. Wir könnten. Ich will versuchen, den dritten Stern zu holen. Na, eigentlich ist auch Latte. Ich habe mich gefragt, ob wenn man den dritten Stern jetzt holen geht, ob man dann danach die Fahne aktivieren kann, um den Safe Point quasi zu haben. Und wenn man ihn hat, ob man dann. Was machst du denn da, mein Freund? Nicht so gut. Wir müssen es weiter hier vorne machen. Damit wir hochkommen. So. Falls wir halt den Safe-Spot haben, ob man dann quasi den dritten Stern gespeichert hätte, das frage ich mich. Und dann quasi dann nochmal das machen könnte, aber nicht, dass es mir wieder als Schummeln ausgelegt wird. Da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Aber irgendwo ist es schon Schummeln, finde ich. Mehr Schummeln, als dass ich das Federn-Ding da genommen habe. Finde ich persönlich. Hey, stirb! Danke. Ich bin gerade ernsthaft überlegen, ob ich mich hier treffen lasse, damit unser Katzenanzug weg ist, aber wahrscheinlich auch nicht so das Wahre. Irgendwo. So, noch einmal. Komm schon, diesmal schaffen wir es. Gerade beschlossen. Das war schon mal gut. Das war auch gut. Und draußen sind wir. Perfekt, perfekt, perfekt. Und rein da. Gut, dann haben wir das auch geschafft. Bin begeistert, aber eigentlich brauchen wir da gar nicht rumgehen, weil wir eh hochklettern. So. Sehr gut, haben wir das auch geschafft. Brauchen wir uns da keine Gedanken mehr machen drum. Alles klar. So, dann gucken wir mal, was hier hinten noch in der Röhre ist. Ob da nur so ein Häuschen ist oder was da wirklich ist. Oh, das sieht nach einem Toad-Level aus. Ich würde aber sagen, wir machen an der Stelle erstmal einen Cut und machen dann das nächste Mal das Toad-Level. Ich bedanke mich immer fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!